Toll, ich hab nen Ich hab Carrier ohne nen. Schiffe. Ich hab nen. Das ist ein Carrier ohne Flieger. Das war ein Arschloch. Nein, das ist nicht Carrier ohne Flieger. Moritz Fischer, das die Todesstrafe in Hessen wird aber durch Bundesgesetz ausgehebelt. Der einzige Grund, warum man die Todesstrafe aus der hessischen Landesverfassung nicht rausgeschrieben hat, ist der, dass man vermutet, wenn man das tut, dass es eine öffentliche Debatte über die Todesstrafe gibt und die will man vermeiden. Deswegen bleibt die da einfach liegen. Weil sie wahrscheinlich dann wieder eingeführt werden würde. Nein, die kannst du nicht einführen. Die Da würde die USA. Wir haben diesen Ewigkeits. Wie heißt der nochmal? Die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz. Die kannst du nicht ausheben. Außer du hebst das gesamte Grundgesetz aus. Bedeutet, Deutschland müsste sich eine neue Verfassung dafür geben. So einfach ist das also nicht. Ist das nicht noch? Also auf gut Deutsch, das kann erst passieren, wenn die NPD jemals gewählt wird. Auf gut Deutsch, check. Nicht mal dann. Nicht mal dann. NPD? Dann, weil das reicht nicht auch schon 80%, um das Gesetz umzuschreiben. So, ja, aber du brauchst eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern. Aber du brauchst eine unendliche Legitimität vom Volk, dass du die Verfassung an sich, also eine neue Verfassung, aufsetzt. Das geht nicht so einfach. Und das deutsche Volk muss in der Volksabstimmung noch drüber abstimmen. Das wird, aber, also geht man davon aus, aber das wird dann natürlich passieren, wenn man, wenn das deutsche Volk mal so dumm ist, dass er zu zwei Drittel AfD oder ähnliches wählt, dann werden sie auch nochmal mit 50% der Volksabstimmung was ändern. Entweder das oder die Zustände sind einfach wirklich dramatisch, wenn du es. Nee, also ich glaube nicht, dass sie so dumm, weil du musst überlegen, es gibt einen hohen Prozentsatz an Leuten, die Protest wählen, die gibt's, aber Heike, die sind irgendwann mal ausgeschöpft. Die Situation sich so verschlechtert. Ja, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die Bildung genossen haben und wissen, dass eine radikale Politik nicht die Wirtschaft bessert, sondern dass man es dann halt ertragen muss. Ganz kurz, Heiko, aber nur so eine Frage jetzt rein theoretisch, aber die jetzt, das sag ich mal, du hast ja sicher das mit Artikel 13 mitbekommen. Eben durch solche, sag ich mal, idiotische Reihe durch die Parteien und so, naja, findest du nicht, dass da dann die dann abspringen und andere Fraktionen wählen? Wegen sowas noch nicht. Also, das sind dann Leute, die haben noch keine wirklichen Probleme. Also, wenn mal irgendwie 20% der deutschen Bevölkerung arbeitslos werden, dann können wir mal drüber reden, dass es kritisch wird. Aber dann würde eine radikale Partei das halt auch nicht ändern. Ich glaube, dann können wir nicht mehr reden, dass es problematisch, dass es kritisch ist, wird, dann ist es kritisch. Richtig. 20%, das ist schon Weltwirtschaftskrise 1928. Also 20% ist nahezu unmöglich, ich meine, also selbst ja, quasi ein zerbombtes Land. Also Erdogan hat's geschafft. Nee, in der Türkei haben sie auch 9, irgendwas Prozent. Vielleicht, aber ja, du kriegst auch 50% Jugendarbeitslosigkeit relativ schnell hin, aber selbst dann. Also 20% Arbeitslosigkeit. Jugendarbeitslosigkeit. Guck jetzt in meinem Ding nach. Guck mal in meinem Ding nach. Ich glaube, das will keiner sehen. Guck mal in meiner Hose nach, Alter. Ja, da sieht man eh nichts. Heiko, dein Panzer ist übrigens. Weißt du? Ja, hab ich gesehen. Oh, ihr kann ich nicht, oder? Doch. Okay, wer rechtfertigt mir Kriegsziele auf Wobei, Irak? Wobei, Flojo, meine Dinger sind in ein paar Tagen fertig, also brauche ich. Warte, die sind bei mir im Bündnis. Warum ist Irak in den Alliierten? Warum sind die in den Alliierten? Ja. Jungs, Polen beginnt. Los geht's. Kann mir das mal wieder erklären? Das im November? Heiko 3 bitte. Jawoll! Jo. Oh mein Gott, die Panzersperrspitze. Fast vergessen. Italien will mitkommen. Himmelswillen. Oder wie das ein guter Kumpel beim Durak-Spiel immer gesagt hat: Himmel. Himmel. Jetzt kommt eine richtige Stille. Na, jetzt wird das Ganze taktisch halt. Ehrlich sind. So, ich muss aufs Klo. Heiko muss auch schau über Polen, Heiko, das ist wenigstens spannend. Okay. Ich bin nicht in der Achse, ich kann eigentlich nur, aber ich achte diesmal ein bisschen drauf, dass meine Truppen halbwegs vernünftig aufgebaut sind. Nimm an! Was ist ich? Hä? Back Iran? Ich glaub, so ja, Iran. Das werden meine 4 Monate nicht sein. Oh nein. Jawohl! Ja. Die Türkei. Ja, mach den Iran platt hier.
Wir sind jetzt mit USA, du bist jetzt in Mexiko. Warte mal, warte mal. Mexiko! USA, du bist Mexiko ist bei uns drin, Jungs. Ja. USA, du bist in Mexiko drin im Krieg. Ja, mach die weg. Achso, du bist ja gar nicht in meiner Faction. Nein, bin ich nicht. Ja. Das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das hätte ich dir vorhin gesagt. Wie ist der Fuchs? Ja. Ich hab in 2 Wochen bin ich doch wohl ganz gut in. Auch dran, oder? Ja, geht. Blöd, dass Heiko jetzt AFK gegangen ist. Ja, ist ja nur kurz aufs Klo. Mein Gott, der kommt gleich wieder. Ja, aber guck doch mal, wer. Ach, egal. Aua! Der Heiko muss sich halt um gewiss. Um jemanden kümmern. Ach, das läuft nicht länger. Weltspannung wollt ihr denn noch verursachen? Auf nach Bagdad! Oh, so schnell. H 65.000 Waffen gekriegt. Ha! 8 CV-8 U-Boote getötet. Was? Italiener? Ja. Können wir Griechenland aufteilen? 50-50? Nein, Griechenland gehört nur. Musst du lieben. Österreich. Nach 2 Wochen. Österreich wird nicht fett. Fett? Okay, ist gut. Darf ich Bulgarien haben? Oder wollen wir den Effekt? Der Bulgarien ist ein Schützstisch, der kannst du auf theoretisch haben. Also ich für mich ja, aus. Achso, ja, Bulgarien kannst du haben. Ja, Bulgarien würde ich jetzt in die Stadt fallen drauf, in der Hoffnung, dass sie nicht join. Ich join doch nirgendwo so rein, wenn, wo sollen sie rein, alle hier? Ja, Moment, wenn du es zweimal rumpeln hörst, einmal bei dir und dann beim Heiko noch. Also durch den TS. Kann ich mal meine Einheiten zurückziehen, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Luftüberlegenheit über Deutschland ist gesichert. Ja, über Mittleren Osten ja nicht. Oh mein Gott, ich hab. Ist das dein Ernst? Was? Das ging schnell. Italien durch! Durch! Italien durch! Ja. Ach, schick mal Flieger rein. Du kommst jetzt in die Achse rein, komm. Halt, gegen wie bin ich an dem Krieg? Portugal und Gibraltar musst du abdecken. Ah ja, ja hab ich schon. Aber du bist ja noch nicht automatisch im Krieg dann also. Wie lange kann ich die Join Request noch zurückhalten? Solange wie du warte, willst. Ja stimmt. Aber du, ich gehe ja nicht automatisch in den Krieg dann, oder? Nein. Gut. Nein. Eigentlich nicht. Weil ich brauche noch ganz kurzes Moment, Lege. Ach Müsli, ich produziere die Panzerartillerie. Heiko kannst du schon angreifen lassen, weil Portugal hat überhaupt keine Truppen an der Grenze. Ja, aber was ich. Was macht der Portugal? Wo sind die? Rette die mal. Die Portugiesen, die sind bestimmt in Afrika, in Angola oder so da unten. Okay, ja, dann gehe ich rein. Sieht eigentlich an der mexikanischen Grenze aus. Die Amerikaner sind noch nicht im Krieg. Ja. Und der Mexikaner würde dann überrannt werden. Ja, ich hab gesehen, irgendwie gibt's einen Film mit Mexiko und Amerika, da geht's irgendwie um Militär und keine Ahnung was. Da muss ich an HW4 denken und mal so überlegen, was? Guck mal Amerika einfach mal. Türkei, wann greifst du denn hier den Bulgaren an? Warte, ich fing hier, sobald ich Political Power dafür hab. Achso. Gut. So. Pero fällt gleich. Wenn ihr es da schafft, nicht gekettet zu werden. Das ging schnell. Na, Gibraltar. Schön, ich bin Heiko. Los, renn da. Dann geht's ab. Sauber. Geht noch ganz schnell. Ey, warum hab ich eigentlich niemanden auf meiner Seite? Ja, weil ich noch nicht reinjoinen kann. Weil und, ich alles schon verraten hab die Zeit. Ja, ich merk schon. Ja, das war halt. Weil der Amerikaner halt noch nichts machen kann, deswegen. Das finde ich gerade sehr unnötig. Und der Franzose wollte nicht. Und der chillt jetzt halt noch. Die Frage ist nur, wie lange er noch chillt. Oh mein Gott, ja, Türkei. Was habe ich verpasst? Und die Luftüberlegenheit über Westdeutschland ist gesichert. Türkei, passt bei dir alles oder verkackst du? Nein, zu Freuden war das eher mehr. Okay. Alter, habe ich viele Fabriken bekommen. Damn
Du bereite dich auf die Sowjetunion, also auf den Franzosen vor. Die Sowjetunion, also auf den Franzosen. Wir so ganz leise, Herr bereite dich auf den Sowjetunion. Heiko, bereite dich auf den Sowjetunion. Ja, also Heiko soll sich halt darauf vorbereiten. Ja, Heiko, mach das mal, aber ohne, dass dir das merken. Ja, das kann ich eh nicht machen, ohne dass... Also hätte ich Heiko schreiben müssen, aber... Ja, das ist... Es bringt den Franzosen nichts zu wissen. Ja, das tatsächlich. Warum hat eigentlich der scheiß Portugiese seine Einheiten überall alle nach Afrika geschickt? Weil das die Exileinheiten sind. Ja, aber die hat er auch, die hätte er oben behalten können, damit der Alko nicht alles einnimmt dort. Ah, Mann. Chance. So, ich baue jetzt Spanien zu einer Festung aus. Sieht nicht gut aus. Was glaubst du, womit ich angefangen habe schon? Der Atlantikwall beginnt jetzt. Also meine Grenze zum Russen stehen zu mir. Glaubst du, du kommst da nicht durch? Wohin? Zu deinem letzten Hafen? Doch, den kriege ich auch noch. Ich sag's euch gleich, gegen Frankreich halte ich. Mehr nicht. Ja, jetzt bist du in der gleichen Situation wie ich einfach damals. Das war einfach richtig kacke. Du sitzt in den blöden Bergen und da kriegt nix. Heiko, wie viele Divisionen hast du bei der Franzosen Border? Nicht so viele, ich muss ja meinen Kosten. Aber ich könnte theoretisch, wenn es richtig. Warum verteilst du die Kosten ein? Weil ich traumatisiert bin. Aber ja, ich kann. Die Truppen sind quasi nur, dass sie aufgeräumt sind. Das ist einfach, sobald. Ich den natürlich braucht, zieht die da sofort ab. Ah, ja, dann sind verloren. Ah, warte, ich könnte auch einfach nur die Häfen. Ja, gut, dann ist das Ganze ja, nochmal anders aus. Leute, ja, das wollte ich eigentlich auch machen. Keine Ahnung, warum ich da was verkackt habe. In der Gast kannst du eine Franzose. Komm, nehmen wir noch. Oh, das ist mal geiler Krieg, ey. Ja. Was machen die denn? Straight War. Ja, nein, kann ich nicht mehr retten. Warum kann ich jetzt nicht... Mosul? Was soll das Mosul? Mosul! Weißt du, sag mir was, war da nicht neulich der IS oder so? Da ist alles, ja. Alle, da unten ist da unten ist die Party. Ich hab doch Mosul, ist doch owned. Kack, jetzt hab ich was verkackt. Oh. Jungs, ich mach dann die Sowjetunion, ne? Ja, warte, chill kurz. Ja, ich greif sie halt so lange an, solange ich noch mehr Truppen als sie hab. Ja, ich rede hier von chill eine Minute oder so, nicht von 100 Jahren. Ich mach schon Fokus oder so. Wir haben keine Air Superior, keine Luftüberlegenheit beim Mittelmeer. Das ist schlecht. So. Es ist unvorteilhaft. 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 Ja. Heiko, dein Land wird bombardiert. Von wem? Von Briten. Wo? Von wem wohl? Überall. Ups. Heiko, dein Land wird bombardiert. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Aber Briten, hast du keine Jäger? Ja, aber ich habe Luftüberlegenheit. Die sind nicht weit genug, das ist echt doof, aber die kommen nicht weit genug. Welche Jäger hast denn du, Brite? Ich hab Heavy halt. Ah, okay, ja gut. Ich fall noch in Saudi-Arabien. Könnt ihr mir irgendwie Jagdflieger oder so schicken? Ja, ich bin dabei. Ich verteidige Westdeutschland. Winterwaffe, da reicht doch, oder? Mir reicht alles. Gut. Und ich hab nur die eine Einheit davon, schafft es soweit, aber der Rest schafft es nicht. Greift der mal Jugoslawien an, Jungs? Also, du hast ich warte gerade nur auf den Kriegsding. Vor allem, ich könnte dann, Auxilia-Truppen in Russland gebraucht. Flugzeuge im Himmel, weißt du, ja? Ja, ich hab jetzt schon 10 Divisionen in der Russland-Front bei Bessarabien. Wer ist das Ding? Bessarabien, ja. Und da. Türke, du auch gleich mal. Ja, ja, ich fahre in den Krieg und lass den gegen meine Festung laufen. Der wartet auf Bulgarien. Also deine Panzer. Die könnten mir ein bisschen wehtun. Da wurde ich echt. Halt, wenn ich keine Pack hab. Da wurde ich echt ein bisschen bambuselt, muss ich gerade erwähnen. Heiko, mach nochmal deine Flugzeuge auf, dass nicht alle Flugzeuge ausgewählt für in die Luft. Du hast 21 Flugzeuge in der Luft. Bitte was? Wenn du deinen Flughafen nochmal auswählst. Mhm, hab ich gerade. Dann, dann
Geh nochmal jetzt alle auf dein Gebiet, weil jetzt siehst du, sind nur 21 Flugzeuge gerade. Okay, okay, ja gut, ja, jetzt merke ich. Blockiert er schon den Suezkanal? Schon haben wir ja. Der Suezkanal ist schon längst eingenommen. Ja. Und Gibraltar auch. Ja, und dann, Italiener? Ja, ich bin gerade dabei, das in die Luft zu jagen. Nee, hast du eventuell Truppen mit Panzerabwehrkanonen? Hä, wieso jagst du Suezkanal in die Luft? Ja, mach das. Wir wollen das eigentlich selbst machen. Das ist gut, wenn man das macht. Mach das nicht, Italiener, wir brauchen den, wir haben den jetzt. Das ist gut, wenn man das macht. Ey, das ist besser, wenn er in die Luft gejagt ist. Nee. Doch. Der Brite hat... Er kriegt dann nichts mehr von den indonesischen Inseln da hinten, die wichtig für ihn sind. Ja, der Brite kann so oder so nicht durch den Suezkanal fahren. Ja, trotzdem. Aber im Prinzip. Bräuchte an meiner Grenze Truppen mit Antipanzerkanonen. Weil sonst schnetzeln jetzt sich. Jetzt sagt mir nicht, die britische Navy ist im Mittelmeer gefangen. Nein. Die britische Navy ist im Mittelmeer gefangen. Nee, ist sie nicht. Doch. Nö. Ich hab noch mehr als genug. Nö, doch. Ja, nö, aber die Hälfte doch. Der britischen Navy ist im Mittelmeer gefangen. Ich hab die ein bisschen. Oh. Nee, du hast 12 Schlachtschiffe und 2 Flugzeugträger im Mittelmeer. Ein bisschen doof. Eine Sekunde, muss auch kurz mal weg. Lass die nicht entkommen in Italien, schlachte sie! Ich komm mit! Wisst ihr, Fuchs, Westdeutschland hältst du doch alleine mit der Luft. Ja. Gut. Wenn der Brite da jetzt nicht mit 1000 Jägern auf einmal kommt. Ja, dann sich dir. Nee, also jetzt echt, wenn eure Südflanke jetzt brechen soll, ich brauch. Leute, ich brauch Truppen mit Panzerabwehrkanonen unten bei mir. Das haben wir in Stalingrad. Nur in der Türkei. Wieso Boss, keine Sorge, Panzer haben im Gebirge keine Bonus. Echt nicht? Du hältst das mit normaler Infanterie und Bunkern absolut aus. Das ist die KI, okay. Die hat keine guten Panzer-Templates. Ja gut, das sind die Standarddinger vom Russen. Das einzige, was ich sehe, ist Support Equipment. So, okay, ich weiß jetzt schon mal, mir geht eine Sache auf jeden Fall aus, sobald für den Krieg beginnen. Was brauchst du mehr? Panzer... du hast die Panzerartillerie, ne? Vom Russen. Nein, das hab ich gebraucht. Was ich mir am meisten brauche? Ja. Türke. Luftwaffe, weil die wird uns dann gleich ausgehen, sobald wir den Krieg in die Russen beginnen. Kannst deine Justification mal wegmachen, ich bin in 10 Tagen fertig. Worauf? Achso. Ja. Kann ich dann auch noch was einfach haben? Vom von Bulgarien? Du kannst alles haben, ich geb dir dann auch einfach alles. Achso, ja warte, ich mach selber. Das reicht mir, weil der Landweg zu dir ist ganz gut. Naja. Bin ich der Einzige, für den sich das verdächtig nach 2 Frontenkriegen anhört? Nein, hört es sich nein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass der Handel besser fließen kann. Das hat sich jetzt nach einer Lüge angehört. Aber nein, das ist eigentlich ist es nicht mal eine Lüge. Nee, das ist wirklich. Wir können unter Umständen den Franzosen ziemlich schnell zerstören. Ja, aber der Franzose ist Priorität Nummer 2. Erst werden wir die Sowjets fällen. Die Marschtür noch eintreten. Irgendwer in Malta oder soll ich das machen? Wir bombt es einfach nieder. Heiko, wir haben eine morsche Tür einzutreten. Das reicht. Wenn das, und das ganze Gebäude mit Metapher merke ich mir. Ja. Ach, schickt die Naval Bomber ins Schwarze Meer? Nee, ich hab keine. Wer welche hat? Wer welche über hat? Schwarze Meer? Ja, Schwarze Meer. Wo ist denn die britische Navy? Hat die jemand entkommen lassen? Heiko, ist die britische Navy aus dem. Ich hab nicht mal. Nein, die haben, die haben sich verpisst. Oh, ich find das scheiße, dass das geht. In Hoi 3 ging das nicht, wenn da mal der Gibraltar-Ding zu war. So, ja, jetzt geht's. Ja, warte mal kurz, ich mach gerade was, das ist die. Naja. Wolltest du nicht rein? Hey, ich spiel's mal Crusader King 2, ich bin leider sehr schlecht in dem Spiel. Aber es ist eigentlich nett, du kannst mal wirklich spielen. Ja, ich weiß. Wir haben ein Problem. Ihr Idiot, jetzt habt ihr den Krieg mit Japan gerufen! Jesus Christus! Jesus Christus! Was ist ein Jesus Christus! Es gibt nur ein Jesus Christus. Was ist mit Jesus Christus? Thomas, ich merke, dass du bei dieser komischen christlichen Veranstaltung warst. Was ist jetzt los? Jetzt sind wir im Britenkrieg mit den Japanern. Klar, was ist jetzt passiert? Ja, danke. Die Japaner sind nicht im Krieg mit uns. Scheiße. Nein. Die Japaner doch, sind glaub im schon. Krieg mit nein, England. Nein, noch nicht, aber die Japaner sind auf jeden Fall im Krieg mit England. Ja, oh ja, aber England. Was ist jetzt passiert? Warum sind die Alliierten? Was ist jetzt passiert? Bei Bulgarien. Titans? Was für Titans? Genau einen Tag bevor ich den da. Haben wir den Krieg erklärt? Ja, Bulgarien hat jetzt. Warum bin ich mit Japan im Krieg? Oh, Himmel, Alter. Weil die Griechen mit Bulgarien im Krieg waren und Bulgarien sich mit den Japanern verbündet hat. Warum sind die mit Bulgarien verbündet? Frag nicht. Können.
Ich hol mir Warner. Meinem Urlaubsort. Ajo. Wirklich, da war ich im Urlaub. War cool da. Titans ist so ein Strategiespiel. Ah, ich kenne das gar nicht. Hab ich schon wieder irgendwas verpasst, oder? Bulgarien ist halt schon älter. Nee, ich glaub, das ist... Du hast mal nichts verpasst, Jakob, keine Sorge. Oh, England, nein. Warum bist du mit dem Krieg? So, der Sowjetkrieg beginnt gleich. Ja, die 20 Divisionen stehen an der Seite. Das Einzige, was mir fehlt, ist so ein bisschen Support-Equipment. Das habe ich.